ist denn los? Hier, guck dir das mal an. Passt sie nicht mehr? Ich war früher schlanker. Ja, das ist das Wohlleben hier. Ja, das wird es wohl sein. Was mache ich denn mit deiner Hose, die nicht zugeht? Lass sie offen. Und die Jacke lass sie auch offen. Ist doch große Mode heute. Lässig, immer lässig. Ja, auf deine Sprüche, da kann ich verzichten. Ah, hier ist dein Koffer. Ja, kann man den nicht abstauben? Weiß nicht, ob sich das noch lohnt. Was heißt denn das? Kommst doch bald wieder. Kannst du noch schreiben? Walter Buschmann, 12 Jahre wegen Totschlags. Hier steht alles drin, was Sie über den Fall wissen müssen. Wie viele Jahre hat er verbüßt? Fast 10. Das ist eine Beurteilung, ja. Ganz passabel. Nicht gut, nicht schlecht. Aber ich habe keine gute Meinung von ihm. Wissen Sie, ich weiß, dass man mit Urteilen über Menschen vorsichtig sein muss. Aber Buschmann, ich halte ihn für unverbesserlich. Das klingt ziemlich hart. Ich weiß. Aber ich denke, Sie sollten meine Meinung dazu kennen, denn Sie übernehmen ihn hier und sollen ihm helfen bei dem, was man soziale Eingliederung nennt. Gliedern Sie ihn ein, wenn Sie können. Hat er Familie? Nein. Herr Buschmann, Sie werden also heute entlassen auf Bewährung. Die Bewährungsfrist dauert 3 Jahre. Den Beschluss von der Vollstreckungskammer haben Sie erhalten. Dann kennen Sie auch die Auflagen. Sie dürfen also während der Bewährungszeit keine Straftat begehen. Sie müssen die Auflagen und Weisungen der Vollstreckungskammer nachkommen. Und Sie müssen auch die Anweisungen des Bewährungshelfers entsprechen. Wenn Sie das nicht tun, wird die Bewährungsfrist widerrufen. Bitte, Herr Kuhn. Guten Tag. Ach, da ist er ja schon. Na, alles erledigt? Von mir aus, ich gehe hier gerne. Das kann ich mir denken. Herr Buschmann. Sie wollen mir hier doch nicht etwa noch eine Rede halten? Nein, ich weiß, bei wem sich das lohnt und bei wem nicht. Das ist Herr Kuhart, der Ihnen behilflich sein wird bei Ihrer Neuorientierung draußen. Wieso? Was für eine Funktion hat er? Ein Aufpasser? Ich denke, ich bin raus, ich bin frei. Das sind Sie auch. Aber Herr Kuhart übernimmt es freiwillig, Ihnen zu helfen. Und auch Sie werden Hilfe nötig haben. Hilfe? Herr Buschmann, ich möchte Sie zunächst einmal begrüßen und freue mich mit Ihnen, dass Sie Ihre Strafe verbüßt haben. Ich bin kein Aufpasser. Aber erfahrungsgemäß fällt es Leuten, die eine längere Strafe verbüßt haben, schwer, sich draußen in veränderten Verhältnissen zurechtzufinden. Ich finde mich schon zurecht. Wo werden Sie hingehen? Wo wollen Sie unterkommen? Ich habe feste Vorstellungen. Aber vielleicht ist es falsch, Hilfe, die man angeboten bekommt, von vornherein abzuschlagen. Ich bin nur ein bisschen misstrauisch. Was ich verstehen kann. Nur eine Frage. Wenn Sie das freiwillig tun, warum tun Sie das? Sie müssen doch einen Grund haben. Ich habe eigentlich keinen besonderen Grund. Sind Sie ein Heiliger? Nein, ganz bestimmt nicht. Na schön. Wie sieht denn Ihre Hilfe aus? Zunächst einmal begleite ich Sie hinaus. Dagegen habe ich nichts. Einen Moment noch, Herr Kuhart, wenn Sie erlauben. Na, friert es Sie da nicht? Bestimmt kein einfacher Fall. Ich wiederhole, was ich vorhin gesagt habe. Ich halte diesen Mann für unverbesserlich. Herr Direktor, so ein Wort akzeptiere ich nicht so ohne weiteres. Meinen Segen, Herr Kuhart, haben Sie. Wollen wir nicht zuerst irgendwo miteinander reden? Haben Sie einen Wagen da? Ja, der da. Können wir nicht im Wagen miteinander reden? Tja, wenn Sie wollen. Was haben Sie da am Bein? Ich habe mal eine Verletzung gehabt. Aha. Sagen Sie, würden Sie mich mal fahren lassen? Ich habe seit 10 Jahren nicht am Steuer eines Autos gesessen. Wie Sie wollen, bitte. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, das war das. Und wohin fahren wir jetzt? Haben Sie eine Adresse? Ich fahre zu meiner Frau, zu meinem Kind. Ich dachte, Sie haben keine Familie. Was ist das, Familie? Ich bin nicht verheiratet, aber ich habe eine Frau und habe ein Kind. Das geht aus Ihren Akten nicht hervor. Haben Sie sich die angesehen? Ja, ich hab mich informiert. Aha. Das Kind ist 10 Jahre alt.
Ich habe es noch nie gesehen. Ich weiß nur, es ist ein Junge. Ein natürlicher Wunsch, ihn und seine Mutter sehen zu wollen. Weiß die Mutter, dass sie kommen? Aber nein. In 10 Jahren habe ich kein Wort von ihr gehört. Da sollte man da diese Frau nicht zuerst informieren. Warum? Sie sagen doch selbst, Sie hatten 10 Jahre lang keine Verbindung zu ihr. Sie meinen, sie wird den Vater ihres Kindes nicht sehen wollen? Das wäre doch immerhin möglich. Außerdem kennen Sie ihre Verhältnisse nicht. Doch, doch, ich kenne sie genau. Ich hatte Möglichkeiten, mich danach zu erkundigen. Hier wohnt sie jetzt. Geben Sie mir mal meinen Koffer auf. Wozu wollen Sie denn Ihren Koffer? Ich bin hier zu Hause. Herr Buschmann, Sie sind hier nicht zu Hause. Sie sollten zuerst mal hineingehen und fragen, ob Sie überhaupt... Ob ich willkommen bin? Natürlich. Das ist doch etwas, was ganz selbstverständlich ist. Ich habe meine eigene Meinung darüber, was selbstverständlich ist. Gehen Sie doch mit hinein. Bitte, Herr Buschmann, Sie sollten sich das noch mal überlegen. Ich finde, Sie können dadurch nicht einfach mit der Tür ins Haus fallen. 10 Jahre keine Verbindung. Ihre Frau, ich meine, die Frau, die für Sie Ihre Frau ist, wie Sie sagen, hat doch ganz offensichtlich jede Verbindung mit Ihnen abgebrochen. Das ist richtig. Aber wissen Sie, ich kenne Sie. Es ist ganz leicht, diese abgebrochene Verbindung wieder aufzunehmen. Ja, bitte? Ist Frau Karl zu Hause? Frau Karl ist nicht da, sie ist zum Friseur gegangen. Wer sind Sie? Ich? Mein Name ist Steinitz. Ah, was tun Sie hier? Wohnen Sie hier? Ja, ich bin ein Untermieter. Wenn Sie vielleicht später wiederkommen, Frau Karl wird ja jeden Moment zurück sein. Ja, wie schön. Verzeihen Sie, ich weiß nicht, ob ich Sie hereinlassen darf. Wenn Sie vielleicht später wiederkommen. Ich warte lieber hier. Ich weiß wirklich nicht. Aber... Wenn Sie vielleicht ein kühles Bier für mich haben. Ein Bier? Es ist nicht richtig, was Sie da tun, Herr Buschmann. Ach, das lassen Sie mal meine Sorge sein. Oh. Sind Sie ein Bekannter von Frau Kaul? Wo ist der Junge? Mach dich. Wo ist er? In der Schule. Ich bin sein Vater. Sein Vater? Das muss ein Irrtum sein. Kein Irrtum. Verlassen Sie sich darauf. Das wird Frau Kaul sein. Martin? Frau Kaul? Ist Martin noch nicht da? Ich habe mich schrecklich verspätet. Sie haben Besuch bekommen. Besuch? Hast du nicht gefasst. Wo kommst du denn her? Wo komme ich her? Das weißt du doch. Du bist gut. 2 Jahre haben sie mir geschenkt. Deshalb bin ich hier. Ach so, das ist der... wie heißen Sie? Kurat ist mein Name. Ich... Kurat. Der hat mich vom Gefängnis abgeholt. Was kann man denn sagen, was Sie sind? So eine Art Betreuer? Wenn Sie so wollen, ja. Wo kann ich schlafen? Schlafen? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich werde die erste Zeit hier wohnen. Das meine ich. Nein, nein, das geht nicht. Das ist völlig ausgeschlossen. Was geht nicht? Du weißt vielleicht nicht, dass ich verheiratet bin. Ach. Ja, seit 9 Jahren. Und deswegen werde ich hier wohl wohnen können. Als Vater deines Kindes. Du
Natürlich weiß ich, dass du ein Kind hast. Und auch, dass es mein Kind ist. Wo ist er jetzt? In der Schule. Bitte kümmern Sie sich um Martin, ich komme gleich. Hallo Martin. Herr Bulli, weißt du zufällig, was zum Essen gibt? Nee, keine Ahnung. Wie war es in der Schule? Hm? Gut. Passt viel auf? Leider ja. Und soll ich dir was helfen? Der Junge soll seinen Vater nicht sehen. Er weiß doch nicht, dass du es bist. Ach, er weiß nicht, dass ich es bin. Ich hab's ihm doch nicht gesagt. Warum hast du es ihm nicht gesagt? Ich habe es für besser gefunden, es ihm zu verschweigen. Wer ist denn nun sein Vater? Der Junge muss doch einen Vater haben. Mein Mann ist es. Wer ist es, obwohl er es nicht ist? Darüber wird zu reden sein. Aber zurück zu meiner Frage. Kannst du mich hier aufnehmen für ein paar Tage? Ich weiß nicht, ich müsste... Ich kann nichts ohne meinen Mann tun. Wo ist er jetzt? Er arbeitet. Na, warten wir auf ihn. Sprechen mit ihm. Da wird sich eine Lösung finden lassen. Du kannst hier nicht schlafen. Kommen Sie euch ein. So, jetzt habe ich hier zwei Zeugen. Setzen Sie sich dann. Was kann ich denn nun für Sie tun? Herr Derrick, wenn ich mich recht erinnere, haben Sie doch damals den Fall Buschmann bearbeitet. Totschlag bei einem Einbruch. Walter Buschmann? Ja, Walter Buschmann. Ich erinnere mich. Wie lange ist das her? 10 Jahre. Ja, richtig, 10 Jahre. Verurteilt wurde doch wegen Totschlags, glaube ich. Genau, der Richter hatte den Affekt berücksichtigt, aber für mich war es Mord. Es war überlegter Mord. Buschmann macht alles mit Überlegung. Sowas wie Affekt ist ihm völlig fremd. Das höre ich sehr ungern. Buschmann ist nämlich jetzt heraus aus dem Gefängnis. Und ich habe mit ihm zu tun. Ja, wieso? Sie sind doch pensioniert. Ja, ja, das stimmt. Aber ich wollte mich irgendwie beschäftigen, auf einem Gebiet, auf dem ich mich auskenne. Und deswegen bin ich jetzt Bewährungshelfer. Respekt. Tja, früher habe ich Verbrechen bekämpft, heute versuche ich, sie zu verhindern. Und jetzt wollen Sie Buschmann helfen? Ja, ich habe ihn heute Morgen abgeholt und in die Stadt gefahren. Aber was dann geschehen ist, das ist schier unglaublich. Erzählen Sie. Entschuldigen Sie, Herr Derrick, es ist ziemlich spät. Nee, wir haben sowieso noch zu tun. Wir wollen dann Happen essen. Was ist, kommst du mit, Harry? Du, ich komm dann nach. Und dann sagte er, warten wir eben, bis dein Mann kommt. Wir werden die Sache bereden. Es wird sich eine Lösung finden lassen. Schließlich bin ich doch der Vater deines Jungen. Und das spielte er voll aus. Er setzte sich aufs Sofa und wich nicht von der Stelle. Seien Sie mal, und die Frau, die hat ihn nicht rausgeworfen? Ich glaube, sie ist kein sehr starker Typ, sehr weich, sehr empfindsam. Ihr Wille, wenn sie überhaupt einen hat, ist nur minimal. Na, und der Ehemann? Ich habe mit Buschmann zusammen gewartet, bis er kam. Buschmann saß da, als gehöre die Wohnung ihm. Er ließ sich bedienen, mit größter Selbstverständlichkeit. Er sah, dass die Frau sie fürchtete, aber das nahm er gar nicht zur Kenntnis. Er fragte, wann kann ich denn den Jungen sehen? Walter, bitte, er kennt dich doch gar nicht. Er glaubt, dass mein Mann sein Vater ist. Bitte lass es dabei. Du kannst das Kind doch nicht mit einer Lüge aufwachsen lassen. Hol ihn rein. Ich werde ihn mir wenigstens mal ansehen dürfen. Walter, bitte. Na gut, ich werde ihm nichts sagen. Aber reinkommen soll er. Herr Buschmann, Sie quälen diese Frau.
Finden Sie es nicht richtig, dass ich meinen Sohn sehen will? Kannst du dich guten Tag sagen? Sag guten Tag. Guten Tag. Entschuldige, er ist immer etwas schüchtern. Gewöhne ihm das ab. Wie ist er in der Schule? Wir sind sehr zufrieden. Im Rechnen ist er gut. Seine Handschrift ist sehr schön. Jetzt mach deine Schularbeiten, komm. Was halten Sie denn für einen Jungen? Etwas schüchtern, ne? Aber er hat eine gute Handschrift. Das, was heißt. Ich hatte auch mal eine gute Handschrift. Ist ja komisch, dass mir das jetzt einfällt. Ist er noch hier? Ja, er ist noch da. Sein Koffer? Ja. Was will er denn? Hier bleiben? Aber der kann doch nicht hier bleiben. Gudrun, hat er dem Jungen gesagt, dass er sein Vater ist? Nein, er hat nichts gesagt. Ich habe ihn drum gebeten. Bis jetzt hat er nichts gesagt. Wo ist der Junge? In seinem Zimmer. Hat er irgendwas mitgekriegt? Ich glaube nicht, aber er war sehr ängstlich. Tja, dann muss ich da mal reingehen. Buschmann? Tja, das bin ich. Zunächst mal guten Tag. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Sie freuen sich? Ja, ich habe ja von Ihnen gehört. Kurat ist mein Name, ich bin... Guten Tag. Das ist mein Begleiter, der mir helfen will bei den nächsten Schritten in meinem neuen Leben, was nicht nötig ist. Ich kann mir selber helfen. Ja. Ja, ich habe Gudrun gefragt, ob ich nicht ein paar Tage bleiben kann. Bleiben kann? Wohnen kann. Ja, das wird nicht gehen. Die Wohnung ist nicht groß genug. Wir haben gar keinen Platz. Ich brauche nicht viel Platz. Ich möchte natürlich nicht in Ihrem Wohnzimmer, aber da drüben. Da ist eine Couch. Könnte man doch. Wollen wir uns mal umgucken? Tja, das ist Martins Zimmer. Servus, Papa. Aha, du machst Schularbeiten. Lass mich mal sehen. Du hast wirklich eine gute Handschrift. Dieses Zimmer ist vermietet, wie Sie sehen, an Herrn Steinitz. Ah, wir kennen uns. Sind Sie Student? Ja. Was studieren Sie denn? Jura. Tja, warum nicht? Es werden ja Leute gebraucht, die Jura studieren. Im Esszimmer, da gibt es eine schöne Couch. Und hier ist eine Menge Platz. Da könnte man doch schlafen. Ich sagte doch, das Zimmer ist vermietet. Ich habe Ihnen meine Situation geschildert. Ich denke, das sind Sie mir schuldig zu helfen. Als Vater meines Sohnes. Ich kann darüber nicht verfügen. Aber Sie können ihn fragen. Fragen Sie ihn. Ja. Herr Steinitz, Sie haben gehört, es wäre ja nur für ein paar Tage. Sie würden mir und meiner Frau einen großen Gefallen tun. Ich beteilige mich auch an der Miete. Sie kamen dann beide wieder herein. Und Buschmann sagte: Ich bin soeben dein Untermieter geworden. Ich bin
bin soeben dein Untermieter geworden. Das ist ja unglaublich. Setz dich da ins gemachte Nest. Und die Leute konnten sich nicht wehren. Sie hatten nicht die Kraft dazu. Sie waren absolut hilflos. Down. Welchen Rat wollen Sie jetzt von mir, Herr Kurat? Herr Derrick, was ich da erlebt habe, das ist der Anfang einer Entwicklung, die nur mit einer Katastrophe enden kann. Die Sache läuft auf Mord zu. Ja, sehen Sie das nicht ein bisschen zu dramatisch? Was will er denn? Was will Buschmann? Er will die Frau und er will das Kind. Und er wird den Mann umbringen, wenn er das nicht erreicht. Sind Sie zufrieden, mein Herr? Danke. Sehr gut. Danke. Ich versuche mich zu erinnern. Buschmann war immer schon von einer bemerkenswerten Gefühlskälte. Wir wissen ja alle, dass es da eine Grenze gibt, die durch das Gesetz und durch die Moral gezogen wird. Die Linie ist nicht sichtbar. Und trotzdem wird sie von den meisten respektiert. Der Buschmann, der stand immer schon jenseits dieser Linie. Ich muss ihn noch mal sehen. Ich muss noch mal mit ihm sprechen. Sie würden mir sehr helfen damit. Ich muss zugeben, ich habe Angst bekommen. Ich bin fest überzeugt, da passiert etwas. Der Mann will etwas. Und er will es unbedingt. Dabei ist ihm jedes Mittel recht. So, na bitte. Ist doch sehr schön. Siehst du? Da ist die Batterie drin. Ich habe hier ein paar alte Sachen. Kannst du das waschen? Ja, ja. Pullover. Riecht muffig. Abgestanden. Nach Asservatenkammer. Und außerdem sind die Motten drin. Kannst du es richten? Ja, sicher. Gib her. Oh, danke. Ich fühle mich sauwohl hier. Was ist denn das? Eine Autoreparaturwerkstatt? Ja, die Batterie war leer. Ich möchte jetzt schlafen. Kannst du mir ein Handtuch geben? Ich verstehe dich nicht. Wie konnte das? Es ist 10 Jahre her, Ulrich. Und ich war sehr jung damals. Irgendwann muss er ja gehen. Kann er nicht ewig hier bleiben? Hoffentlich störe ich nicht. Nein, nein. Überhaupt nicht. Mir macht es natürlich nichts aus, mit jemandem in einem Zimmer zu schlafen. Wir waren immer zu mehreren in einer Zelle. Ich habe mich schon daran gewöhnt, jemanden atmen zu hören. Weswegen waren Sie denn im Gefängnis? Totschlag. Staatsanwalt, der hat auf Mord plädiert, aber der Richter meinte, es sei nur Totschlag gewesen. Und wen haben Sie totgeschlagen? Jemand, der mir im Wege war. Morgen, Harry. Morgen, Stefan. Was ist denn los heute? Zeugenvernehmung um 10. Der erste Brotbeck, Prosa, Stolberg, Ried ist in Törring. Ja, auf. Ich habe noch mal über gestern nachgedacht. Buschmann, ne? Ja, was sagte Kurat? Es läuft alles auf eine Katastrophe zu, vielleicht auf Mord. Geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Soll ich dir noch ein Brot machen, Martin? Nein. Aber du hast doch noch nicht genug gegessen. Ich kaufe mir in der Pause einen Kaffee. Na schön. Oh, da komme ich ja gerade richtig. Ich habe einen Mord zu.
Ist das Ihr Mantel? Ja, Sie erlauben doch, dass ich den mal anziehe. Ich kann ja hier nicht halb nackt erscheinen. da drüben? Morgen, mein Junge. Morgen. Kann er das nicht etwas netter sagen? Es gibt einen Grund dafür. Ja, sicher. Entschuldige. Hol dir mal Teller und Tasse, ja? Das ist doch nicht nötig. Du bist doch schon fertig. Dann nehme ich deine Tasse. Du musst jetzt in die Schule, Martin. Komm, sag schön auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss, Martin. Geben Sie mir etwas Kaffee? Buschmann, eine Frage bitte. Wie lange wollen Sie hier bleiben? Falle ich Ihnen schon lästig? Nein, nein. Ich habe 10 Jahre im Gefängnis gesessen. Und ein Gedanke war es, der mich aufrecht gehalten hat. Ich habe jemanden draußen. Eine Frau. Ein Kind. Aber Gudrun hat auch auf Ihre Briefe nie geantwortet. Darüber werde ich mit ihr reden. Und dass Sie ein Kind haben, wer hat es Ihnen gesagt? Sie war schwanger, als ich verhaftet wurde. Herr Buschmann, meine Frau und ich sind der Meinung, dass der Junge nicht erfahren sollte, wer sein Vater ist. Martin würde verwirrt sein. Ich meine, Sie haben doch nichts davon, wenn der Junge erfährt, dass Sie der Vater sind. Kommt Zeit, kommt Rat. Tja, natürlich. Ja, ich muss dann jetzt ins Büro. Kann ich Sie irgendwohin mitnehmen? Ich muss nicht raus. Wollen Sie sich denn nicht bemühen um Unterkunft und um Arbeit? Das hat Zeit. Gehen Sie nur ruhig ins Büro. Er will hier bleiben. Ich kann dich doch nicht mit ihm allein lassen. Ja, wer muss sich doch eine Wohnung suchen und sich nach einer Arbeit umsehen? Er sagte, das hat Zeit. Ist er noch da? Er frühstückt. Herr Steins, können Sie nicht hierbleiben? Ich muss ins Büro. Und ich muss in die Uni, unbedingt. Tut mir leid, aber ich kann wirklich nicht hierbleiben. Ja, wenn Sie es sagen, dann glaube ich Ihnen. Gehen Sie nur. Er hat mir gestern noch von seiner Verhandlung erzählt. Ganz ausführlich. Der Mann ist gefährlich. Den darf man nicht provozieren. Also. Doch nicht mit ihm allein lassen. Doch, doch. Du hast Angst, was? Angst? Ich habe immer gesehen, wenn jemand Angst hat. Ich rieche es. Du hast Angst, er hat Angst. Dass er Angst hat, das kann ich verstehen. Dass du Angst hast, das verstehe ich nicht. Du brauchst doch keine Angst zu haben. Was meinst du? Wie oft ich an dich gedacht habe. Das in der angenehmsten Weise. Ich musste mich nur erinnern an das, was zwischen uns war. Was zwischen uns war, das ist längst vorbei. Vorbei? Ja, Walter. Aber da ist doch noch der Junge. Der ist so lebendig wie meine Erinnerung.
Komm her. Komm her. Entschuldige. Ja, bitte? Frau Kaul? Ja, bitte kommen Sie doch herein. Ja, mein Name ist Derek. Entschuldigen Sie bitte. Ich hätte gerne Herrn Buschmann gesprochen. Buschmann? Ja. Guten Tag, Herr Buschmann. Wer ist denn das? Ihr Gesicht kenne ich. Ah, Sie heißen? Derek. Derek, Oberinspektor Derek. War das jetzt hier inzwischen befördert worden? Nee, ich bin's noch. Wollen Sie sich nicht setzen? Kaffee mit uns trinken? Machst du uns einen frischen Kaffee, Gudrun? Ja, sicher. Moment, Frau Kaul. Ich bin nicht gekommen, um mit Ihnen Kaffee zu trinken. Weswegen denn? Sie sind gestern entlassen worden. Ah, Kurat. Ja, Kurat. Er hat mir erzählt, dass er sie abgeholt und in die Stadt gebracht hat. Und dass sie sich hier eingenistet haben. Eingenistet? Hat er dieses Wort gebraucht? Genau das. Ich bin hier bei der Mutter meines Kindes. Ich hatte den ganz verständlichen Wunsch, die Frau wiederzusehen, die nur durch die Ungunst der Verhältnisse nicht meine Frau ist. Und außerdem wollte ich meinen Sohn kennenlernen. Inzwischen, ohne mich zu kennen und zu sehen, 10 Jahre alt geworden ist. Frau Kaul, ist der Buschmann mit Ihrem Einverständnis hier? Ja, sicher. Ich hätte Sie gerne mal allein gesprochen, bitte. Ich bin von der Mordkommission. Ich habe seinerzeit gegen Buschmann ermittelt. So, wir sind jetzt unter uns, Frau Kaul. Also, ist Buschmann mit Ihrem Einverständnis hier? Nein, natürlich nicht. Er stand mit seinem Koffer vor der Tür und fragte, wofür er ein paar Tage hier bleiben könne. Na, warum haben Sie ja gesagt? Wegen meines Jungen. Er soll nie erfahren, wer sein Vater ist. Und Buschmann? Er wird es nicht sagen? Er hat es mir versprochen. Und bis jetzt hat er sich daran gehalten. Verstehe. Sie sehen sich jetzt in einer Zwangslage. Ich bin in einer Zwangslage. Der Junge darf nie erfahren, dass sein Vater ein Mörder ist. Das ist seine Familie. Wie lange will er hier bleiben? Ein paar Tage. Glauben Sie, dass er dann geht? In ein paar Tagen? Er hat es gesagt. Aber Sie befürchten, dass er ganz andere Absichten hat. Welche sollte er denn haben? Kurat hat gesagt, Buschmann will Sie, er will das Kind. Schauen Sie, Frau Kaul, wir könnten ihn zwangsweise raussetzen, das ist überhaupt kein Problem. Zwangsweise? Das heißt, mit der Polizei vor die Tür? Ja, warum nicht? Er holt sich doch sofort den Jungen. Er kann sich den Jungen gar nicht holen. Aber er kann vor Gericht beantragen, dass er den Jungen sehen darf. Niemand kann ihn dran hindern. Doch. Aber niemand kann verhindern, dass der Junge erfährt, wer sein Vater ist. Frau Kaul, als Sie mich in Ihre Wohnung ließen, habe ich gleich gesehen, in welchem Zustand Sie sind. Mich nimmt das Ganze natürlich furchtbar mit. Ich bin der Situation nicht gewachsen. Was sagt Ihr Mann dazu? Mein Mann liebt den Jungen, als wäre es sein eigener. Deshalb will er nicht, dass der Junge irgendetwas erfährt. Ja. Na, haben Sie sich von der Rechtmäßigkeit meines Hierseins überzeugt? Schon in Ordnung. Darf ich mal fragen, was Sie für Absichten haben? Haben Sie Pläne? Pläne? Betreffs Beruf und Unterkommen. Ich habe doch schon gesagt, ich habe es nicht eilig.
Nach 10 Jahren eingesperrt sein, habe ich Lust, erst einmal alle Viere von mir zu strecken und das zu genießen, was man Freiheit nennt. Können Sie die nicht anderswo genießen? Was? Hast du dich über mich beklagt? Nein. Nein, nein. Alles in Ordnung, Gudrun? Ja, ja. Mach dir keine Sorgen. Ich bin völlig verzweifelt, Gudrun. Dazu besteht kein Grund. Wirklich nicht. Dein Mann? Hat er sich nach deinem Wohlbefinden erkundigt? Also der Eindruck, den ich vor 10 Jahren von Buschmann hatte, diese enorme Gefühlskälte, der Eindruck hat sich eigentlich nur noch verstärkt. Hm. Ich bin jetzt auch überzeugt davon, er hat sich was vorgenommen. Und er setzt es auch durch auf Biegen und Brechen. Du, ich habe nochmal mit dem Psychologen von der Strafanstalt gesprochen. Na, was sagt er? Also Buschmann wäre in keiner Weise aufgefallen. Hm. Er vermutet, dass er sich ziemlich stark unter Kontrolle hat und wegen der langen Haftzeit wahrscheinlich jeden Bezug zur Realität verloren hat. Es nützt uns nichts. Ja, aber ich meine, es klingt doch nicht ungefährlich. Ja, ja, stimmt schon, Harry, aber es hilft uns nicht. Tatsache ist, niemand kann ihn da vor die Tür setzen. Wir schon gar nicht. Und die Kauls wollen es nicht. Also fahren wir los. Naja, dann ist ihnen schwer zu helfen. Ja, wüsst auch nicht wie. Sehen, wie der Kerl dich angestarrt hat. Nichts mit der Meisterpole. Ah, da kommt ja der Büroarbeiter. Habt ihr schon Schluss? Ich bin heute früher gekommen. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Trinken Sie ein Bier mit? Wenn ich Lust auf ein Bier habe, dann weiß ich, wo ich es finden kann. Ich kenne mich inzwischen gut aus in der Wohnung. Ich habe ihm gesagt, er darf spielen. Ich habe ihn von der Schule abgeholt. Wir beide haben ihn abgeholt. Ihr beide. Er wollte unbedingt mitgehen. Selten und zaghaft die Angriffe der Abschlusskandidaten. Schon in der 47. Minute 2:0 durch Wittkamp. Das war die Entscheidung. Ich will nicht, dass er den Jungen von der Schule abholt. Ich hab's doch nicht verhindern können. Herr Buschmann, Sie verbreiten Angst. Angst? Ja. Was wissen Sie denn von Angst und Schrecken? Was haben Sie noch vor sich? Sie sind ja noch so jung. Ich möchte nicht mehr, dass Sie hier schlafen. So, Sie möchten nicht. Ich habe das Zimmer gemietet. Für mich allein. Verstehen Sie? Ich verstehe Sie sehr gut. Glauben Sie, mir gefällt es, auf einer Couch zu schlafen und zu wissen, wie gut ein richtiges Bett sein kann? Nein, nein, im Gegenteil. Ich bin froh, dass Sie hier sind, dass wir miteinander reden können. Aber hier habe ich keine Ruhe. Können wir vielleicht in die Kantine gehen? Gern, ja. Denn was ist, ich bin in der Kantine. Ja, und was zu Hause passiert, während ich arbeite,
weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und ich frage auch nicht. Ich wage nicht zu fragen. Werfen Sie denn mal raus, Herr Kaul. Das Recht ist auf Ihrer Seite. Das Recht, das Recht. Ich weiß, was Sie sagen wollen. Sie denken an das Kind. Ja. Ich muss alles fernhalten von dem Jungen. Das ist falsch, Herr Kaul. Irgendwann wird der Junge sowieso erfahren, in was für einer Welt er lebt. Aber nicht in diesem Alter. Auch nicht jetzt. Ein so liebes Kind, so unschuldig. Und in Verbindung bringen mit einem Mörder? Sie werden dabei zugrunde gehen. Ja, das kann sein. Ja. Und das ist genau das, was er will. Guten Abend, Herr Oberinspektor. Sie hier in dieser Kneipe? Natürlich. Ich wusste ja, dass ich Sie hier treffen würde. Werde ich überprüft? Aber es war ja immer schon Ihre Stammkneipe. Und warum sollten gerade Sie Ihre Gewohnheiten ändern? Darf ich Ihnen ein Bier anbieten? Nee, Bier, das Sie mir anbieten, würde mir nicht schmecken. Gut, sehr gut. Wir wissen, woran wir miteinander sind. Ja. Seit 10 Jahren. Na, dann legen Sie mal los. Ziehen Sie da aus. Was schlagen Sie denn da vor? Ich soll Frau und Kind verlassen? Es ist nicht Ihre Frau, es ist nicht Ihr Kind, also räumen Sie den Platz dort. Ja, jemand muss den Platz räumen, aber nicht ich. Ich stehe inzwischen wieder sehr gut mit meiner Frau. Mit seiner Frau, die meine ist. Wir sind dabei, uns wieder aneinander zu gewöhnen. Dagegen haben Sie doch nichts, dass ich versuche, Ordnung in mein Leben zu bringen. Wie willst du es gern haben? Was ist? Ja, wie du dein Steak haben möchtest. Das spielt keine Rolle. Sag mal, ich hab eine Menge Geld für uns beide ausgegeben. Schau dir mal die Steaks hier an. Medium. Okay. Ja, was ist, wenn wir einfach abwarten, was passiert? Ich meine, auf der ganzen Welt gibt's Tragödien, wo wir uns nicht einmischen können. Und das ist auch eine, wo wir uns nicht mehr einmischen dürfen. Du meinst, wir werden erst tätig, wenn was passiert ist? Tja, genau das meine ich. Ich will nicht zusehen, Harry. Ich halte es für einen Fehler, zuzusehen und nicht zu unternehmen. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Er richtet die Familie zugrunde, vor unseren Augen. Vor unseren Augen. Ja! Ah, da steckt hier wohl der Schlüssel. Von innen kommen Sie herein. Sagen Sie. Kommen Sie jeden Tag früher? Muss eine angenehme Firma sein, für die Sie da arbeiten. Wo ist meine Frau? Gudrun! Gudrun! Ah, da kommen Sie mal. Durst? Oder wonach ist Ihnen? Hunger? Wir haben zu Mittag sehr gut gegessen. Ich habe mir mal was bestellt. Grünkohl mit Wurst. Das macht sie hervorragend. Was ich weiß. Sie hat mir das früher öfter gemacht. Gudrun, du bist schon zurück? Er kommt jeden Tag früher. Hoffentlich ziehen Sie ihm das nicht mal vom Gehalt ab und sagen, er sei nur noch die Hälfte wert. Kann ich nicht mehr sprechen, kommst du her? Ich mach mal einen Schnaps fertig. Martin alles zu sagen. Ich weiß nicht.
Du wirst mir plötzlich ganz fremd. Ah, Lust auf einen Schnaps jetzt? Na? Nee? Sie haben noch einiges zu lernen. Sind Sie Herr Steinitz? Ja, und Sie sind? Derek. Kommen Sie heran. Danke. Ich habe schon von Ihnen gehört. Wissen Sie, ich wollte mich ganz einfach mal wieder sehen lassen. Gut, dass Sie kommen. Wir sind gerade beim Abendessen. Herr Derek ist gekommen. Aha, da kommt ja noch ein Gast. Herzlich willkommen. Gudrun, noch ein Glas. Weißwein, Rotwein. Ein gedeckter Tisch, wie Sie sehen. Ich trinke sehr gerne ein Glas. Wo ist der Junge? Sie haben ihn irgendwo in Sicherheit gebracht. Der Junge soll partout nicht erfahren, wer sein Vater ist. Da ist ja auch eine Familienangelegenheit, nicht? Die nur von den Beteiligten geregelt werden kann. Wenn Sie mich fragen, ich halte es auch für besser, wenn alles so bleibt, wie es ist, wenn der Junge den Vater hat, an den er sich gewöhnt hat. Na logisch. So müssen Sie reden. Dass Sie nicht auf meiner Seite sind, das kann ich mir denken. Aber Sie müssen doch zugeben, dass ich in diesem Haus Rechte habe. Ganz natürliche Rechte, die ich zur Geltung bringen möchte. Ich habe Herrn Kaul den Vorschlag gemacht, dass er diese Rechte, die Tatsache, dass ich der Vater bin, respektiert. Natürlich auch die Tatsache, dass ich mal mit seiner Frau zusammengelebt habe. Und wie soll er das respektieren? Indem er geht. Was sagt man dazu? Nichts. Ich habe ja auch nur einen Vorschlag gemacht. Das braucht eine Weile und die Zeit gebe ich Ihnen. Sind Sie eigentlich krank, Herr Buschel? Krank? Krank. Ich suche nach einer plausiblen Erklärung für Ihr Verhalten. Ist das krank? Ich weiß es nicht. Sie müssen mir dann erklären, was gesund ist. Was versteht man denn darunter? Ein Verhalten, das alle zufriedenstellt, das gibt es nicht. Ich finde, das gibt es nicht. Auf der ganzen Welt gibt es das nicht. Ich sehe nur Leute, die ihre Rechte haben, weil sie sich nehmen. Er hat gewonnen, Harry. Wenn da überhaupt jemals so etwas wie ein Kampf im Gange war, Buschmann hat ihn gewonnen. Ja, was heißt das genau? Ich nehme an, dass Buschmann sich wieder in seine früheren Rechte eingesetzt hat. Ach, du meinst bei dieser Frau Kaul? Ja, es wurde nicht darüber gesprochen, aber es sah so aus. Kaul. Kaul ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Das ist ein Mann, der kapituliert hat. Und wir können da gar nichts machen. Was denn? Erinnere dich doch an deine eigenen Worte. Buschmann hat wieder jemanden totgeschlagen. Und für den Totschlag kann er nicht einmal belangt werden. Wir könnten ihn doch da aus dieser Wohnung rausschmeißen. Ja, Gott, Harry, wie denn? Wie stellst du dir das vor? Ohne die Erlaubnis von Kaul können wir überhaupt nichts machen. Ja, Klein. Moment mal bitte. Steinitz. Ist es der Student? Derek? Ja, Steinitz. Vielleicht hat es ja nichts zu bedeuten, aber ich bin Mitglied in einem Sportschützenverein und wir üben da auch Pistolenschießen. Und
Ich finde meine Pistole nicht mehr. Sie haben eine Pistole? Ich sage doch, ich bin Mitglied in einem Sportschützenverein. Ich besitze die Waffe rechtmäßig. Aber sie ist spurlos verschwunden und in meinem Zimmer wohnt doch dieser Mensch. Einen Moment mal, bleiben Sie am Apparat. Wenn mir eine Pistole fehlt? Er meint, Buschmann hat sie an sich genommen. Warum? Warum Buschmann? Du meinst Kaul. Wieso nicht Kaul? Wo sind Sie jetzt? Zu Hause. Nein, die sind vorhin weggegangen. Herr Kaul sagte, sie wollen ein bisschen rausfahren. Nein, nein, zu dritt. Herr und Frau Kaul und dieser Buschmann. Martin ist heute bei irgendeinem Freund. Ja, Kauls haben da eine Stelle an der Isar, wo sie öfter baden und grillen. Ich war schon ein paar Mal mit. Wann genau sind Sie weggefahren? Würden Sie Kauls Platz an der Isar wiederfinden? Gut, dann warten Sie vom Haus. Wir holen Sie in ein paar Minuten ab. Sehr gute Idee von Ihnen, dieser Familienausflug. Gefällt mir. Macht mir Spaß. Obwohl das Wetter... Das wird schon mal. Sie fahren aber saumäßig. Darf ich Ihnen mal einen Vorschlag machen? Ja. Halten Sie mal. Sie sollen mal halten. Ich fahre jetzt. Vielleicht kommen Sie noch auf die Idee, gegen einen Baum zu fahren. Neusach 20, bitte melden. Neusach 20. Es wird um Unterstützung gebeten. Suche nach einem Opel Rekord Rot. Kennzeichen unbekannt. Bei Sichtung bitte anhalten. Vorsicht, einer der Insassen ist im Besitz einer Schusswaffe. Fahrzeuge bitte melden. Verstanden. So, jetzt können wir nur noch hoffen. Warum redet hier niemand? Ist das hier eine Trauergesellschaft? Wer trauert um wen und um was? Gibt es hier keine Musik? Na, also. Hier haben wir immer geparkt. Aber diesmal nicht. Doch.
Wo ist der Platz? Menschenskinder, ist das hier schön. Ich komme mir vor wie in Ferien. Oder wie ein kleiner Junge. Sie schaden ihrem Mann und sie schaden ihrem Sohn.